zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Dark Project Gold. Ich befinde mich immer noch in dem... Scheiße. Er hat einfach die ganze Zeit gegen einen geduckten Favoritennovizen und sagt kein Tor. Oh mein Gott, das war gut. Oh, dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich jetzt hier... also ich muss so ein bisschen nach Gefühl gehen, was die Zeit für diesen Part angeht. Und holy shit, habe ich mich jetzt erschrocken. die gehen hier die ganze Zeit ihrer Wege und ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich versuchen möchte herauszufinden, wo diese Schalter sind. Was ich jetzt aber erstmal möchte, ist mich hier ein klein wenig umzusehen. Was ich beim letzten Mal auch schon getan habe, klar. Aber dadurch, dass ich mir bestimmte Parts angeschaut habe, um herauszufinden, wie ich da hinten rankomme, habe ich auch was anderes noch herausgefunden. Autsch, das hat natürlich wehgetan. Ja gut. Und zwar, dass es hier durchaus einiges an Gold mitzunehmen gibt. Warum komme ich jetzt hier nicht rein? Schade. Die Musik ist ein bisschen creepy gerade, finde ich. Ich glaube, hier unten war ich aber schon. Sieht aus, als würde es wieder hier zu diesen Grabkammern gehen. Looks a bit strange. Ja, hier sind die... Oh! Grabkammern. Okay, der scheint mich nicht gesehen zu haben. Und im Endeffekt scheint es ihn auch nicht zu interessieren. Solange er nicht sieht, dass ich hier etwas mitgehen lasse. Und ich habe festgestellt, dass ich dieses Gebet tatsächlich brauche. Läuft er jetzt hier rum? Da ist er. Okay, da läuft er immer so hin und her. Kann er ja gerne tun. Dann schaue ich mal, ob ich den hier erwischen kann, wenn ich, wenn er hier nochmal herkommt. Weil ich habe ebenfalls festgestellt, ich habe einiges festgestellt, müsst ihr, wie ihr jetzt vielleicht merkt. Ich komme hier nicht weit, wenn ich keinen einzigen der Hammeriten ausschalten will. Das wird nicht funktionieren. Dementsprechend werde ich definitiv einige von den Dudes hier niederknüppeln müssen. Dudes. Ach, da ist noch irgendwer. Okay, das scheint keiner gehört zu haben. Packe ich dich jetzt mal hier hinten in die Ecke. Das Schöne ist ja immer... Oh, ich sehe immer noch voll wenig. Voll schlimm. Das Schöne ist ja, dass die einfach die ganze Zeit über nicht mehr aufwachen. Das heißt, wir werden die einmal ausschalten und haben dann für den Rest dieses Levels unsere Ruhe. Jetzt muss ich natürlich einmal kurz schnell speichern. Für den Fall, weil ich ja weiß, dass hier noch irgendeiner rumspringt. Irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht genau wo. Ich hatte den noch irgendwo hier gesehen. Ist das ein anderes Stockwerk? Das scheint ein anderes Stockwerk hier oben zu sein. Ja. Da werde ich hier unten her nicht rankommen, glaube ich, ne? Er scheint hier über uns zu sein. Was ist, wenn ich hierher gehe? Na, da komme ich wieder ganz hoch. Sag mal, hier ist eine Wand. Sehr schön. Okay, hier. Hier. Oder? Das sieht doch ganz interessant aus. Nee, hier komme ich her. Ich glaube, hier komme ich her. Ich bin eigentlich... Also theoretisch bin ich ja Novize der Hammeriten und müsste mir eigentlich gar keine Sorgen machen.
Aber irgendwie bin ich trotzdem immer so furchtbar vorsichtig hier. Aber sicher ist ja auch sicher, ne? So. Ah, oh, was haben wir denn hier? Ist ein Garten. Hier ist ein Schlafgemach. Ach. Sind das auch hier so Priesterfritzen, die nichts besitzen dürfen, weil die Kisten sind alle leer? Ist ja schlimm. Mann, 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 Mann. Hier müsste theoretisch... Ach so, ich habe übrigens jemanden gefunden, der das Spiel auf Deutsch hat und der auch sowohl ein Schriftstück, in dem beschrieben ist, wie man an die Talismane rankommt, als auch das Gebet auf Deutsch hat. Ich werde euch die beiden Bilder, ich habe davon Screenshots gemacht, ich werde euch die Bilder hier jetzt einmal kurz einblenden. Und ja, da könnt ihr dann jetzt auch mal kurz auf Pause machen, wenn ihr euch das Ganze gerne mal durchlesen wollt. Ich schätze, das war eine etwas zu kurze Zeit, um das jetzt zu lesen. Aber da steht ganz genau drauf, dass ich alle Schalter umlegen muss, das innerhalb von 5 Minuten schaffen muss, dass ich dann die Gitter lösen und am Ende muss ich dann nochmal dieses Gebet sprechen, um den Schutz von den Talismanen bzw. dem Talisman runterzubringen, runterzukriegen, um ihn dann am Ende mitzunehmen. So, hier haben wir einen weiteren Schalter. Das ist gut zu wissen, aber jetzt noch nicht übermäßig wichtig für mich. Ich würde gerne auf die andere Seite. Hm, okay. Ich guck mal kurz, wie ich da hinkomme. Eigentlich müsste man da irgendwie hinkommen. Aber wahrscheinlich nur... über irgendeinen dieser Räume. Toll. Oder? Komme ich auch so dahin? Hier gehe ich wieder runter. Toll. Sehr gut. Bin ich wieder hier unten. Yay. Ja gut. Kann man ja mal machen, ne? Oh. Hi. Hihi. Bingo. Schmeiße ich jetzt auch mal hier in die Ecke. Also ihr seht, er hat gemerkt, dass ich den Knüppel rausgeholt habe. Also das merken die dann durchaus schon und checken dann auch, dass ich nicht wirklich zu ihnen gehöre. Den habe ich jetzt aber rechtzeitig ausgeschaltet, um dann mir hier meine Sicherheit zu sichern. Also um nicht aufzufallen. Er konnte jetzt halt keinen großen Alarm schlagen oder irgend sowas, weil er jetzt schläft. So, ich glaube, hier unten müsste ich jetzt alles leer geräumt haben. Wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte, liegt es einfach an meinem fehlenden Orientierungssinn, wie immer. Kennt man ja mittlerweile schon. Ne, ist ja nichts Neues mehr. So, hier war jetzt der Weg, den ich auch vorhin hochgegangen bin, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Yay. Oh, ich sollte vielleicht den Knüppel wegpacken. Ja, also hier muss man echt auch daran denken, dass man seine Waffen immer wieder wegpackt, weil sonst hat man hier ein Problem. Warum latschen die da immer zu zweit entlang? Das ist doch kacke. So kann ich doch nicht arbeiten, Leute. Ah, hier. Da geht's raus auf die andere Seite. Logischerweise. Die sind wahrscheinlich auch alle leer. Ach komm, das kann ich. His grandfather cared less for his pocketed gold and more for his soul's health, but no longer. The builder's truth it is, that men without belief do soften and fail as rotten wood. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass ich hier sein darf, aber ich habe echt ein bisschen Schiss, deswegen
Werde ich mich hier mal verstecken, bis die vorbeigelaufen sind, die beiden. Was ist mit dem anderen? Da kommt er. Den hinteren werde ich wahrscheinlich ausschalten können, aber ich werde zur Sicherheit nochmal speichern. Kann ich den da in die Ecke packen? Ich glaube eher nicht, ne? Oh doch, tatsächlich. Wow. Okay, dann einer weniger. Also es ist wirklich... Hi. Wer bist du? Father Teal, a teacher without peer, yet ever a student of whatever. Hier ist... Brother Terence. Auch ganz nett. Das sieht aus, als wäre der hier wichtig gewesen. The unhappy brother Dale, buried here as a symbol of lesson not learned. Okay, doch nicht so wichtig, aber anscheinend hat er irgendwas falsch gemacht. Oder irgendwas nicht beachtet, was man ihm eigentlich gelehrt hatte. Ich finde überall diese komischen Vasen, Kesseldinger hier. Brother Mason, truest of Scholars. Ach ja, hier ist übrigens dann der nächste. Und last but not least haben wir hier Brother Wainwright. May his wheels turn wherever in the hereafter. Okay. Okay, hier also der dritte Hebel mittlerweile schon. Einen müssten wir noch unten in der Küche haben. Und einen unten bei der Streckbank, die ich bis jetzt leider noch nicht gefunden habe. Aber ich glaube, einer dieser komischen Magier müsste... Jetzt kommen die wieder beide hierher. Das ist doch zum Kotzen. Ah, nee, einer noch. Hä? Hat er jetzt bemerkt, dass da was fehlt? Where has that gone to? Uh-oh. No, 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 nein, 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 nein! Scheiße! Mm. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass die hier bemerken, dass dann was fehlt. Also, wie ihr gerade gemerkt habt, er hat gefragt, where has that gone to? Sprich, er hat gefragt, wo die Dinge hierhin verschwunden sind, die da normalerweise zu liegen haben. Ich bin jetzt am überlegen, ich lasse die einfach erstmal da liegen, bis ich hier die meisten der Leute ausgeschaltet habe, die hier lang laufen. Dann kann nämlich hoffentlich auch keinem mehr auffallen, dass hier was fehlt. Ihr versteht ungefähr meinen Gedankengang? Ich hoffe. Ja, da kommt der Nächste. Wenn ich Glück habe, läuft er jetzt so, dass ich ihn auch direkt ausschalten kann. Oh. Hoffentlich kommt da nicht direkt der nächste. Muss mich hier ein bisschen beeilen. Dunkle Ecke, da hinten ist eine dunkle Ecke, ne? Dunkel nicht unbedingt, aber es ist eine Ecke. Oder auch nicht. Nehme ich die hier. Passt. Gut, sehr schön. Hört ihr das? Das klingt voll interessant. Naja, ich meine, das ist ein Friedhof der Ameriten. Das will man... Hallo Facebook? Was will man da erwarten? Theoretisch müsste hier gleich noch einer lang kommen. Ich warte noch mal ganz kurz. Ne, da hinten steht einer rum. Worauf wartet der? Auf schöner Wetter?
Okay. Gut, der bewegt sich nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal versuchen, wieder hier längs zu gehen. Ah, jetzt hat er sich bewegt. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas getriggert. Ah, hi. Hallo, hallo. Cool. Direkt der nächste. Ich laufe dir mal hinterher, mein Freund. Okay. Das ist voll gut. Die laufen hier einfach alle Patrouillen und dann kann ich diese nach und nach umhauen. So gefällt mir das. Aber wie es aussieht, wenn ich mir das Bild da unten so angucke, ich sehe jetzt nicht gerade nach Hamoriten-Novize aus. Es sei denn, die laufen alle in Schwarz rum. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denn ich denke mal, auch Novizen müssen in irgendeiner Form rote Kleidung tragen. Muss ich mal ganz kurz schauen. Speichern. Schnell, 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 schnell. Bevor mich hier irgendwer sieht. Okay. Ich hau ich mal hier hinten hin. Cool. Funktioniert sogar. Gut. So, der nächste. Ich habe bei dem, bei demjenigen, wo ich das hier nachgeschaut habe, nennt sich übrigens Coconut Chris. Hi an der Stelle, falls du das sehen solltest. Er hat irgendwo hinten in der Ecke so ein Hamaritenhäufchen gebaut, sozusagen. Ich glaube, hier hinten in der Ecke war das. Da hat er einfach alle Hamariten, die er so nach und nach niedergeprügelt hat, hat er da hingelegt. Und dann war hier am Ende so ein riesiger Haufen von Hamariten. Das sah sehr lustig aus, auf jeden Fall. Da war ich jetzt natürlich etwas zu übermütig. Das hat nicht so ganz geklappt. Da kommt auch direkt der nächste, glaube ich. Ja. Guck ich mal, wenn er wiederkommt. Vielleicht klappt es ja dann. Ich glaube, ich muss die Folge auch gleich schon beenden. Ich bin mit Sicherheit schon bei bestimmt 15 Minuten. Oh, der ist jetzt abgehauen. Oh Mann, oh schade. Also im Prinzip werde ich jetzt diese und wahrscheinlich auch die nächste Folge erstmal damit verdödeln, hier die Hamariten möglichst, also möglichst viele von den Hamariten auszuschalten. Ach, da kommt er wieder. Toll. Gut, löst euch mal ab hier. Oh. Thy shadow shall not cloak thee forever. Think not that thou shalt vanish now. Ja, zu schön gewesen. Oh Mann, das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Na gut, das Problem ist halt, sobald man seine Waffen rausholt, merken die natürlich, dass man doch nicht der unschuldige kleine Novize ist, der man eigentlich sein sollte. Und das macht das Ganze halt ziemlich schwierig, zu allem, zumal hier auch alle möglichen Böden mit Fliesen belegt sind. Okay. Ach Mist. Ich hatte nach dem hier nicht gespeichert, ne? Das Lustige ist ja auch, sobald. Oh. Ach, kommt schon, Leute. Das ist doch voll unfair. Ich bin zu blöd dazu. Okay, wartet. Ich bin einfach etwas zu. Ich will zu viel auf einmal. Okay, ich werde diese Folge an der Stelle jetzt erstmal abbrechen. Bedanke mich fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall bei Coconut Chris vorbei. Er hat das Spiel auf Deutsch, zwar nicht die Gold-Version, aber es ist auf Deutsch.
Und er macht das auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Es macht echt Spaß, ihm zuzuschauen. Und dann würde ich sagen, probiere ich das Ganze einfach beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ciao.